Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, Yoshi geht's wieder gut. Der hat sich hinter dem Stein geklemmt gehabt, der bei ihm da im Terrarium ist und kam da gar nicht mehr raus. Der war da nur noch am, rumkrauchzeln und hat da einfach nicht mehr rausgefunden. Da habe ich ihm geholfen, eben rauszukommen, weswegen ich die letzte Folge ein paar Minuten früher beendet hatte. Habe ihm da rausgeholfen und ihm den Stein da ein bisschen anders hingesetzt. Gibt es aber hier irgendwie eine Möglichkeit rauszukommen? Den hatte ich schon gelootet, oder? Ja. Es gibt hier keine andere Möglichkeit rauszukommen, oder? Runterzukommen. Man muss sich schon hier hoch teleportieren, ne? Heißt das, ich muss jetzt einen anderen Teleportationszauber nehmen? So. Okay, dann teleportieren wir uns mal ins Sumpflager. Moin. Ich weiß, ihr habt mich alle vermisst. So, den machen. Nee. Den machen wir weg. Dann suchen wir mal den Weg wieder zurück. Warte, wir können bei Fortuno noch mal irgendwie was verkaufen gehen, oder? Der war doch ja hier. Oder war der hier? Der war doch hier. Ich meine, der war hier. Ja, da vorne war er. Können wir mal schauen, wie viel er jetzt hat. Ob er wieder Erz hat. Erwache. Und meine tägliche Ration. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Kann schon sein. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Ja, ja. Ich will handeln. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Ich will nur dein Erz. Deine 8 Erz. Aber behalt's für dich. Muss nicht gleich jeder. Die will ich nicht. Also, ich hatte jetzt gehofft, er hätte wieder mehr. Aber wir haben ja hier noch jemanden, der vielleicht wieder Erz hätte. So, Darion. Erwache! Erwache! So, ich will mit dir handeln. Gut. Der hat wieder 2200. So, was hat er sonst noch? Nee, bisher nichts von Bedeutung für uns. Das sind Zweihänder. Einhandwaffe, aber 51. Zweihänder. Alles nur Zweihänder. Das ist das Letzte. Ja gut, dann verkaufen wir ihm halt das, was wir haben. Wir könnten mal die Waffen verkaufen, die wir haben. Außer das Ulumulu. Ulumulu lassen wir. So, was haben wir hier? Wohl, das können wir ihm geben. Das können wir ihm geben. Das können wir ihm geben. Das auch. Aber behalt's für dich. Muss nicht gleich jeder wissen. So, das. Ne, die behalten wir, die brauchen wir. Auction Talisman lassen wir. Ulumulu behalten wir. So, dann den. So, 2200 müssen wir schaffen. So, und hier. Ah, okay. Was können wir von ihm dann holen? Abgesehen von dem Erz. 2222, das ist auch super. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist an der Geschichte. Sorry, musste kurz husten. Erstmal abwarten. Es war doch klar, dass das so ist gekommen.
Alter, das dauert auch ewig. Solange ich damit nicht. Aber egal, wir sind dann stinkreich. Wir sind ja jetzt schon der stinkreichste Dude hier im gesamten Game. Der hat hier sonst nichts vom Wert für uns. Außer vielleicht die Dinger. Obwohl, wir können ja. Wir können den Rest ja auch noch ihm unter die Nase drücken. So, den können wir abgeben, das. Und das. Können wir hier auch nochmal ein bisschen mehr für uns rausholen. Das passiert mir nicht nochmal. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Man darf auch nicht alles glauben. So. 2480. Dann können wir mal gucken. Wir hatten ja noch ein paar andere Sachen, die wir ihm andrehen können. Die geben ja 500. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ich höre nicht mehr auf das Gefahren. So, gehe ich mal davon aus, dass das Maximum ist, was wir jetzt ihm noch geben können. Ich glaube kaum, dass ich darf auch nicht alles glauben, was man hört. Man darf auch nicht alles damit nichts zu tun haben. Mal schauen. An der Geschichte muss. Obwohl, ich glaube eher nicht. Kommt, dann können wir das auch noch alles abholen. Alles uns in die eigene Tasche holen. Ich höre nicht mehr auf das Gefahren. Lass uns lieber über was anderes reden. Dauert halt noch ein bisschen, aber egal. Dann haben wir es voll. Boah, ich will nicht wissen, wie viel wir jetzt insgesamt dann haben. Also wir machen jetzt wirklich nur rein Gewinn. Wir haben Gegenstände mit einem größeren Wert, als die Leute hier jemals an Erz besitzen könnten. Nee, machen wir einen wieder raus. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. So, einen raus. Was können wir noch ihm geben? Komm, wir geben ihm die Barzenweiser, dann macht er 6 Gewinn. Früher wäre das ganz anders gelaufen. So. Munition ohne Ende. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. Aber bisher habe ich. Ich glaube, ich habe jetzt bisher nie wirklich Erz ausgegeben für irgendwas. Außer halt, um was zu lernen. Sonst habe ich bisher nur so vom Handel her es gehandhabt, dass ich trotzdem sein ganzes. Von den anderen das ganze Erz hier immer eingesteckt habe und ihm den ganzen Mist gegeben, den ich nicht brauche. Und den Scheiß wird er ja auch nicht los. So, wir können aber jetzt mal den einen Trank nehmen für die Geschwindigkeit. So. Und rennen los. Ja, die sind wieder da. Oh, wie nice. Oh, da gefällt mir jetzt gerade sehr. Die Gegner sind wieder neu gespawnt. Warte, hat er denn noch was? Der hat nichts mehr. Also noch mehr Scavengers. Ja, super. Geil. Nee. Oh, gehen wir mal durch den Wald.
Da müssten hier auch wieder ein paar neue sein. Boah, wir müssten nächste oder übernächste Folge einmal hier die komplette Map nochmal absuchen. Einmal wirklich die komplette Map nochmal durchlaufen. Alles wieder killen. Nee, wieder zurück dahin. Komm. Die will ich auch noch mitnehmen. So. Boah, nice. Wie, jetzt schon die 5 Minuten um? Komm, Blutfliege, komm. So, der will auch noch Stress, habe ich gesehen. Die können mir jetzt allesamt nichts mehr. Achso, hier war ja auch noch einer. Boah, wie geil. Da sind auch wieder Lurker, aber die holen wir uns ein andermal. So, die beiden noch. Der will jetzt irgendwie keinen Stress, okay. Komm. Boah, das ist jetzt echt schön, wirklich. Das ist richtig schön, dass die jetzt alle wieder da sind. Das heißt, überall nochmal hingehen, gucken. Zwar jetzt nicht in dieser Folge, wie viel brauchen wir dann insgesamt jetzt für die nächste Stufe? Gilde sind wir keiner. Okay. Aber 189.000 brauchten wir. Yoshi macht schon wieder Blödsinn da hinten. Ist immer noch verschlossen, also kommen wir immer noch nicht rein. Milton steht da immer noch. Wie angekettet, angewurzelt. So. Entschuldigung fürs Husten. So. Nice. Obwohl, ich trinke mal eben was. Wegen dem Husten. Ja, ich trinke hier auch mal Wasser. Muss ich sogar mal. Soll ja auch gesünder sein als nur Energy, Cola und so weiter. Und da ist der nächste Scavenger. Aber wir gehen als erstes gleich zu Diego. Genau, da haben wir auch noch eine Höhle. War da noch was drinne? Oder also von Gegnern meine ich jetzt? Ja, more Reds. So,
So, was Fleisch angeht, sind wir jetzt wieder überfüllt. Na, komm her. So, davon müssen dann auch noch gleich 2 oder 3 sein. Spots meine ich. Nee, doch, da. Und Diego ist immer noch da. War, glaube ich, Neck drin, oder? Ne, hier war nicht Neck drin. Gut, aber jetzt quatschen wir mal mit Diego. So. Hallo. Hi. Kannst du mir was... Ja. So, Geschick. Und nochmal Geschick. Dein Geschick im Umgang mit Bögen und Armbrüsten ist schon besser geworden. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Mach's gut. Wie sieht's jetzt aus? Geschick 51. Ich glaube, einen Punkt müssen wir noch irgendwie irgendwo anders hinsetzen. Da sind Scavengers. Die gönne ich mir jetzt. So. Und den Varan, den will ich jetzt auch noch. Um die kümmere ich mich ein andermal. Hauptsache, die Punkte nehmen wir alle mit. Aber wir werden hier eh noch einmal durchlaufen. Und der kapiert es irgendwie nicht. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie relevant er ist. Ob man ihn töten kann, darf oder nicht. Da haben wir wieder die Urkunde. Geil, das heißt, hier gibt es auch wieder neue Gegner. Neue Erfahrungspunkte. Jo. Die sind aber auch ordentlich stark geworden. Ach stimmt, hier war ja diese eine Tür. Waren wir überhaupt da drinne? Wir waren hier schon drin. Okay. Weil die ja zu war, deswegen habe ich mich jetzt gewundert. Hier wieder neue? Ja, einen neuen Orkhund. Und noch einen neuen Ork. Also genau die können wir nicht looten. Nur das Schwert wegnehmen. So, aber da brauchen wir noch was für die Gesundheit. Speichern wir hier jetzt und suchen uns mal den Weg in Richtung Orkstadt. War ja hier entlang. Da sind wieder neue Razor, also einer zumindest. Und noch ein paar Orkhunde. Das ist ein Beißer. Okay. Die nehmen wir auch noch mit. So. Jetzt ist die Frage bezüglich der Orks hier vorne am Tor, an der Brücke.
So, wo haben wir das Ulumulu? Da. Speichern wir vorher noch einmal. Ah, da ist er. Orschak grüßen, Freund. Freund haben Ulumulu, sein Gut. Freund nicht vergessen, tragen Ulumulu in Hand, wenn gehen über Brücke. Wie geht es dir, mein Freund? Wie geht es dir, mein Freund? Orschak sein gesund. Orschak suchen eigenes Ulumulu. Vielleicht Orschak gehen Heimat mit eigenes Ulumulu. Freund kommen, wenn brauchen Hilfe. Pass auf dich auf. Kann ich nochmal mit dem quatschen? Was machst du hier so nah am Dorf? Was machst du hier so nah am Dorf? Orschak beobachten Brüder in Heimat. Orschak glauben, Kruschak bald aufwachen. Orschak hier warten und kämpfen gegen Kruschak, wenn er wacht. Der Schläfer wird bald erwachen? Ich hoffe, du liegst falsch. Bei allem, was ich bisher über diesen Erzdämon gehört habe, ist er mir schlafend bedeutend lieber. Du erzählst mir, dass deine Brüder den Tempel verschlossen haben? Bei unserem letzten Treffen erzähltest du, dass deine Brüder den Tempel verschlossen haben. Brüder von Orschak haben verschlossen Tempel in Erde. Sehr gut. Freund nicht können gehen hinein. Freund müssen benutzen Zauber von Brüder, die seien Söhne von Geist wie Orschak. Wo finde ich diesen Zauber? Müssen gehen in Höhle von Brüder, die seien Söhne von Geist wie Orschak. Aber Freunde müssen aufpassen, wenn benutzen Zauber, Brüder von Orschak nicht mögen. Ulumulu nicht helfen, wenn Freund benutzen Zauber. Ah, okay. Gibt es noch einen anderen Weg in den Tempel? Freund müssen nehmen Figur von großer Säule. Figur öffnen Tor zu Tempelhalle. Okay. Ich muss das so in die Hand halten. Also nochmal speichern. Dann gehen wir mal da rein. Und gucken wir uns mal an, ob die uns jetzt freundlich gesinnt sind oder nicht. Okay, der tut mir jetzt nichts. Alter, wie viele Orks sind hier denn? Okay, das sind schon sehr, sehr viele. Und hier laufen ein paar mir hinterher. Das war jetzt ein Fehler. Ich dachte, ich kann mit dem quatschen. Aua. Komm. Die sind jetzt nicht mehr hinter mir her. Mal gucken, was passiert denn, wenn wir jetzt nochmal reingehen? Greifen die uns nochmal an? Oder habe ich es jetzt vermasselt? Dann würde ich nochmal laden wollen. Obwohl, ich hätte auch nichts dagegen, die einen nach dem anderen auszuschalten. Okay. Hier ist alles gut. Was passiert, wenn ich den jetzt so einstecke? Ah, passiert nichts. Okay, so kann ich auch mit denen quatschen. Ich muss den jetzt nicht richtig in der Hand halten. Gibt's hier andere Orks, mit denen ich reden kann? Nee. Hier ist einer an der Trommel. Kann man mit dem reden? Ich kann mit keinem von denen reden. Sonst
gibt es hier nichts, aber die verfolgen mich auch. Auch kein Schimmer, wie relevant die jetzt hier sind. Die tun mir auf jeden Fall jetzt erstmal nichts. Okay, ich kann hier einfach so rein. Alter, hier sind noch mehr Orks. Okay. Alter, wie... Erstens geht es sehr, sehr tief hier rein. Und zweitens, ich finde das heftig, wie viele Orks hier sind. Gibt es hier sonst noch irgendwas? So, hier haben wir nochmal zwei Ork-Krieger. Die tun mir jetzt erstmal aber noch nichts, oder? So, muss ich dahin? Ork-Tempel-Krieger, was? Ich weiß jetzt nicht, ob ich da rein soll oder hier hin. Immerhin laufen die mir nach. Ork-Tempel-Krieger. Ork-Schamane. Noch ein Ork-Schamane. Hier geht's tief rein. Und ich glaube, das führt... Der Hebel bewegt sich kein Haar breit. Okay, irgendwas muss ich vorher machen. Ich würde sagen, ich nutze auch mal jetzt eine Fackel. Das Ulumulu habe ich ja noch in der Hand. Ein Horn. Die tun mir jetzt erstmal nichts, ne? So, Krusch Karok, Krusch Brock da. Okay. Die haben anscheinend nichts dagegen, dass ich dessen Truhe hier geräumt habe. Das sieht sehr interessant aus. So. Was kommt hier jetzt noch auf mich zu? Ein paar Grafikfehler auf jeden Fall. Hier ist nichts. Aber gut, dass die mir folgen. Vielleicht habe ich jetzt zwei Wächter, zwei Wachen, die mich beschützen. Im Fall der Fälle. Kann man die aufmachen? Achso, der hat den hier aufgemacht. Rachestahl. Und den kann ich jetzt nicht aufmachen, okay. Ah, hier. Nee, den. Also, der war für die Seite. Hä? Der andere geht nicht. Okay, alles klar. Okay, hier. Geht schon tief ins Wasser.
Ich habe aber keine Ahnung, was ich hier jetzt machen soll. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge untersuchen wir hier mal weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.